Wie geht es weiter mit dem Terminservice-Versorgungsgesetz? Was wird dadurch wirklich besser und wann? Und wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir alle an einem Strang ziehen? Darum geht es im Interview mit Dr. Roy Kühne. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum PT-Interview mit Dr. Roy Kühne. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Berufspolitisch geht es wieder rund. Das nächste liegt auf dem Tisch und zwar das Terminservice-Versorgungsgesetz, kurz TSVG. Wie beurteilen Sie aktuell die Chancen? Wird es hinterher wirklich besser für die Therapeuten? Also ja, es wird besser für die Therapeuten. Ich glaube, daran haben wir als CDU-CSU-Fraktion massiv gearbeitet und ich bin froh, dass wir mit dem TSVG den nächsten Schritt machen. Also als Ergänzung zum HVG, glaube ich, war jetzt notwendig und ich denke, wir werden da auch einen guten Schritt weitermachen. Was wird es denn für Verbesserungen konkret geben? Können Sie da noch mal kurz zusammenfassen? Also wir haben im Grunde genommen, das war die Aussetzung der Grundlohnsumme, das bleibt erstmal so, dass dort offen ist. Wir haben natürlich als immensen Schritt erstmal die Blanko-Verordnung, war ja vorher nur als Modell kreiert, jetzt wird sie in die Grund- und Regelversorgung überführt. Die Therapieverbände sollen dort mit den Krankenkassen das Ganze miteinander verhandeln, das halte ich auch für gut. Und im Endeffekt haben wir natürlich auch eine weitere Lohnsteigerung bzw. Umsatzsteigerung. Wir werden im Grunde genommen die einzelnen Faktoren jetzt an den bundesweit höchsten Preis anmessen. Das gibt nochmal Gutes rein. Ich hoffe, damit haben wir erstmal einen guten Schritt getan. Es ist nicht der letzte, das weiß ich. Aber ich denke, wir sollten noch mal auf das gucken, was wir in den letzten paar Jahren geschafft haben. Absolut. Und ab wann wird es diese Verbesserungen in den Praxen geben? Also spürbar, denke ich mal, wird das spätestens 2019 im Herbst ankommen, denn die Krankenkassen sind aufgefordert, bis zum 1.7., das hatte sich nochmal verschoben, den bundesweit höchsten Wert zu definieren. Und dann sollte es unmittelbar umgesetzt werden. Das klingt doch schon mal gut. Dann zum Sofortprogramm Therapieberufe, das hatten Sie letztes Jahr publiziert. Was ist daraus geworden? Also das Sofortprogramm war natürlich für mich auch erstmal ein Punkt, wo ich erstmal in der Politik auch darauf aufmerksam machen wollte, was eigentlich das Problem ist. Dass ich das so in der Art nicht durchbekommen habe, da denke ich mal, waren wir uns alle darüber einig. Aber was definitiv ein Erfolg war, dass das Bewusstsein erstmal auf die Problematik noch gelegt wurde und das Delta, nämlich diese 1,8 Milliarden, die da im Grunde fehlen, dass die erstmal so ein bisschen scheibchenweise jetzt auch andiskutiert werden. Wir sehen, dass die so Stück für Stück jetzt kommen und Politik ist einfach eine Sache mit langem Atem. Den haben Sie ja auf jeden Fall bewiesen bisher. Dann würde ich gerne noch mal eine Frage zur allgemeinen Stimmung in der Berufsgruppe stellen. Wie Sie die Lage sehen, es wird ja viel diskutiert, es wird auch viel geschimpft, gerade in den sozialen Medien. Jetzt wird es auch demonstriert. Sie haben ja auch einen Auftritt auf der Therapeutendemo. Wie sehen Sie das? Ist das alles gut und richtig? Bringt uns das voran? Wie sehen Sie die Lage? Also jeder hat das Recht in Deutschland zu demonstrieren. Ich denke, wir sollten bei aller negativen Diskussion aber bitte auch nicht vergessen, was wir wirklich in den letzten Jahren erreicht haben durch viele, viele fleißige Mitstreiter, die entweder durch die Verbände oder die Therapeuten am Limit mit dieser Radtour von dem Herrn Schneider, das sind alles Meilensteine gewesen. Die waren vor 8, 9 Jahren gar nicht denkbar. Natürlich geht es immer besser. Wir können immer noch eine Schippe drauflegen. Aber auch hier müssen wir einfach einen Prozess abwarten. Also jetzt zum Beispiel die Entwicklung des Direktzuganges. Das muss auch reifen. Das wäre jetzt, glaube ich, überfrüht oder zu früh, wenn man das unmittelbar umsetzen würde. So eine Sache müssen auch mit den Krankenkassen besprochen werden, aber auch zum Beispiel mit den Verbänden, wo ja selbst dort auch noch sehr viel Unklarheit oder Uneinigkeit herrscht. Wie wird der nächste Schritt aussehen? Schule, Ausbildungsreform etc. Ganz herzlichen Dank für die Worte. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir bleiben natürlich weiter dran für euch.